Willkommen zu meinem Let's Play Forever Skies. Ich bin der mächtige Brancor und Moderator auf dem überfüllten Luftschiff. Das Wetter ist stürmig, die Sichtweite beträgt Null und unser kurzer blau blinkender Licht vorne am Horizont. Schnallen Sie sich an, es wird nämlich spannend. Trotz starker Turbulenzen habe ich irgendwas mit meinem Angel gefangen. Ich hoffe, es ist eine Motte, die kann ich dann später noch zu essen verbauen. Leider nur ein Staubsalatblatt, aber das kann man auch kochen und essen. Das, was wir auch gerne machen. So, ich habe dann praktisch wieder meinen Essvorrat aufgefüllt. Der Kurs ist immer noch gesetzt. Und nutze hier die Zeit und baue und forsche weiter. So, und ich sehe hier so gut wie gar nichts in dieser Brühe, aber ich hoffe mal, ich finde da irgendwelche... Ach, guck mal da, da kann man noch was mit dem Ressourcensammler fangen. Das Wetter hat sich gebessert, ich bin auch an mein Ziel angekommen, und zwar eine alte Windparkanlage. Ich bin verwundert, dass man sowas mitten in der Stadt aufbaut, aber anscheinend war das ein langsam voranschreitender Prozess, den man halt mit dem Aufbau weitergeht. Ich habe ja auch ein neues Material, was ich sehr gut brauchen kann, und zwar Kupfer. Da vorne. Gut, dann gehen wir mal zur Landung über und schauen, was wir in unserem Plündergut alles finden werden. Mein erster Windpark. Windparke sind dafür bekannt, dass man hier Heliumflaschen findet. Sehr wichtig, um seinen Zeppelin zu vergrößern oder auch mit weiteren Ballons auszubauen. Ja, man kann ihn auch in die Breite und Höhe weiter ausbauen. Aber ich bin noch nicht ganz erfahren, was man da alles machen kann. Andere Besonderheit ist auch, hier findet man Kupfer und elektronische Ressourcen, wie so in dem Text drin steht. Es ist also eine gute Konstellation, sich erstmal auf Windparks zu stürzen, wo man sich findet. Aber vergesst nicht, auch euer Futter und Wasser vorher zu gucken. Davon gibt es hier weniger. Passt. Gut. Wir gehen auf Scansuche. Und da haben wir auch die Überreste eines anderen Luftschiffes. Und was haben wir da? Das sieht genau aus, wonach ich suche. Ein Radar. Und da haben wir eine Heliumflasche. Kenne ich schon. Ja, die Teile von der Luftschiffkanzel hier würde ich gerne noch mitnehmen, aber den wurde zu sehr kaputt, dass man sie wohl noch ausschlachten kann. Für Leute mit Agoraphobie, nicht runtergucken. Okay, ich sehe, mein Energiebalken ist fast leer. Ich müsste da was dagegen tun. Entweder einen Energy Drink trinken, den ich jetzt gerade nicht parat habe. Und ich könnte mir ein Bett bauen und dann ein bisschen schlafen. Wo haben wir denn das Bett? Wasser haben wir alles. Essen haben wir auch alles. Bett. Und der Standardradar. Dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Ich glaube, ich könnte meine Wasserflasche wieder auffüllen. Ja, die ist schon leer. Und jetzt noch was essen. Ich habe die Staubmotte hier, die werde ich einfach kochen. Da haben wir jetzt unser Bett, das können wir jetzt gucken, wo wir es hinstellen können. Boah, das ist so eng hier alles. Wenn man einmal so ein Luftschiff gebaut hat in groß, dann weiß man gar nicht mehr, was man mit dem Zeug machen kann. Ah, ich brauche noch mehr Ressourcen und ja, eigentlich falle ich ja fast schon um. Als kleiner Hinweis, habt ihr eure Lebensenergie, Essen oder Wasser komplett auf Null, sterbt ihr sofort. Also ist aber euer Energiebalken leer, schlaft ihr an Ort und Stelle sofort ein, wo ihr gerade steht. Und man kann sagen, vor Erschöpfung einfach zusammengebrochen und aufgewacht. Die Windparkanlagen haben noch eine Besonderheit anfangs, und zwar, ihr findet hier häufig eine verschlossene Tür. So, gehen wir mal direkt runter. Wir brauchen dafür nämlich eine Energiebatterie. Und häufig ist es auch so, dass die dann vor Ort dann auch abgeschlossen ist. Also nehmt immer mal eine parat mit in eurem Inventar. Ein bisschen Essen. Und das sind die elektronischen Teile.
Ich weiß nicht, ob das alte Grafikkarten sein soll oder Motherboards, aber schon witzig, dass sie immer mit den ganzen Gehäuse aufbewahrt werden. Da steht einfach eine Kiste, wo alles drin liegt. Wer weiß, was die hier früher getrieben haben mit den ganzen Geräten. Okay, dann noch den letzten Punkt abfarmen. Oh, eine Heliumflasche, sehr gut. Mit 4 Stück kann ich meinen Zeppelin vergrößern. Natürlich muss man einfach alles erforschen. Aber gut Dinge Weile haben, wie es so schön heißt. Oh, der Sturm geht schon wieder los. Daher bitte ich um Entschuldigung, falls wieder am Lecken ist. Das ist leider das Spiel. Da kann ich soweit nichts machen. Aber wir können eigentlich unser Radar bauen. Zu guter Letzt gehen wir noch die Kernbatterie aus dem Sicherungskasten holen. Aber wie ich schon erwähnte, hier hängt ein Feuergeschloss dran. Hierfür brauche ich ein Messer, um es zu öffnen. Verrückt. Oh, das hat sich ja noch gelohnt, hier in die Ecke zu gehen. Noch eine weitere Heliumflasche. Noch ein paar und ich kann mein Schiff vergrößern. Darauf freue ich mich schon. Mit dem Helium habe ich noch zwei weitere Forschungsergebnisse zur Verfügung. Ich kann einmal den Ballon, den ich jetzt schon habe, vergrößern oder einen weiteren Ballon hinzufügen, den ich dann auch hinterher vergrößern kann. Und mein Radar ist auch da. Ich kann mir also jetzt einen neuen Kurs setzen. Ja, fliegen wir einfach zu dem da vorne hin und dann weiter geradeaus zu den beiden Fragezeichen. Das klingt nach einem Plan. Aber bevor wir die Reise anfangen, werden wir noch das ganze Kupfer hier abernten, was hier rumliegt, weil wer weiß, wann wir das nächste Mal eine Kupfermine finden. Auf dem Windpark habe ich noch diese Lampe gefunden. Die kann man auf dem Boden oder an die Decke hängen, hat aber nur einen optischen Effekt. Also nichts, was man für das Schiff unbedingt benötigt. Aber es macht das Ganze ein bisschen persönlicher. Und dann schauen wir uns mal durch, was wir noch brauchen alles. Weil brauchen tun wir eigentlich alles, aber wir können nicht alles herstellen, wie ihr seht. Ich habe hier einen begrenzten Vorrat an Materialien. Egal, fliegen wir mal zur nächsten Station hin. Die nächste Station ist ein kleiner Funkturm. Eine Plattform, wo man draufstehen kann. Wildwuchs, wo man jetzt nicht weiß, ob das ein Baum ist, auf den Gelände gebaut ist oder der Baum sich über das Gelände gewachsen ist. Aber ich kann ihn als Treppe missbrauchen. Hier haben wir einen kleinen Container-Wohnblock. Und oben eine weitere Kernbatterie. Nehmen wir mit. Wir haben hier noch Plastik und noch ein bisschen Wasser. So, machen wir den leer und nehmen das giftgrüne Zeug mit. Das später noch auswaschen. Da ist auch noch was drin. Habe ich hier noch was übersehen? Oh, Datenpack. Das ist aber gut. Da habt ihr irgendwas dann freigeschaltet. Flickzeug. Noch mehr Materialien. Oh ja, ein Wasserfilter ist auch gut. Ja, ich würde sagen, das hat sich echt gelohnt, hier zu halten. Ich glaube, das war jetzt soweit alles. Zurück zum Luftschiff. Zurück beim Luftschiff. Gucken wir mal, was wir alles erforschen können. Wir können wieder mal nicht alles erforschen, was wir brauchen. Aber ich kann hier ein bisschen schon was an Ressourcen reinstecken. Helium könnt ihr jetzt freischalten. Brauche ich aber erstmal nicht als Treibstoff. Aber ich kann jetzt endlich mal mein Schiff vergrößern. Das ist das Einzige, was ein bisschen an dem Spiel nervt. Man kann zwar einen Motor an sein Schiff dran bauen, aber kein Treibstoff innerhalb des Schiffes. Wenn ihr den Motor draufsetzt, dann müsst ihr immer von außen ihn betanken können. Oder das Schiff so bauen, dass ihr eine Tür habt, wo ihr drauf zugreifen könnt. Und ich habe kein Material mehr. Das ist schade. Aber egal, ich kann jetzt endlich ein bisschen mehr Platz schaffen, indem ich das Ding hier nach hinten lagere. Mir fehlen hier noch ein paar Wände. Aber fürs Erste kann ich damit leben. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Beinfreiheit. Das ist wirklich viel wert. Und der nächste Sturm kündigt sich an. Das wird eine holprige Fahrt, glaube ich. Der Sturm ist überraschend stark. Ich bin froh, dass ich vorne im Cockpit ein bisschen Schutz habe vor dem Wetter.
und auch mein Anzug mich trocken hält. Aber ich kann doch nicht für meine Gerätschaft hinten dasselbe sagen. Das Wetter ist wirklich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Wenn wir vom Blitz getroffen werden, könnte das Schiff Schaden nehmen und vielleicht sogar abstürzen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass ich das überleben werde. Der ganze Boden ist gespickt mit haufenweise Ruinen, die wie Stacheln aus dem Boden rammen. Und die Ressourcen, die wir einsammeln, fliegen wie Portiere gegen unsere Kanzel. Das wird nicht lange gut halten. Ich werde hier auf diesen nächstgelegenen Windpark parken und abwarten, dass der Sturm vorbeigeht. Da bekommt man schon eine andere Ansicht, wenn man mal den ein oder anderen Wetterclown gesehen hat, der irgendwo im Freien steht und über Umweltkatastrophen und richtige brutale Wetterwarnungen informiert. Langsames Landen, nicht übertreiben. Und ihr könnt hören, das Wetter ist wirklich abartig. Und was besser ich mache, ich werde mich beeilen, alles schnell liegen. Unter der Plattform habe ich ein paar Wohneinheiten gefunden, die schon lange aufgegeben worden sind und genau wie der Rest ziemlich stark verfallen. Aber ich biete mir zumindest ein wenig Schutz vor dem dreckigen Wetter. Oh. Und mal schauen, was wir noch für schöne Schätze finden. Noch mehr elektronische Bauteile. Hier in den Schränken. Okay, mein Luftschiff wurde getroffen bei dem lauten Knall. So ein Mist, ich hasse das. Aber, das müsst ihr keine Sorgen machen. Mit der Knete könnt ihr eure Schiffe instant reparieren. Zumindest die Teile, die beschädigt worden sind. Und gleichzeitig werdet ihr an vielen Orten genug Flickmaterial finden. Oh, ich sollte wieder reingehen. Das ist zu windig. Das Wetter ist ein bisschen besser geworden. Ich kann mich wieder vernünftig herumbewegen. Und ich sehe auch schon, was alles vom Blitz zerstört wurde. Ja, der Motor hat es stark erwischt. Den muss ich reparieren. Den Boden muss ich zwar jetzt nicht flicken, aber ich mag es nicht, wenn irgendwas kaputt ist an meinem Schiff. Ja, und den Assembler, den brauche ich auf jeden Fall noch für weitere Reparaturen. Meine Güte, das war wohl der heftigste Blitzeinschlag, den ich hier erleben durfte. Da werde ich wohl noch ein paar Flickmaterialien nachbauen müssen. Und ich kann den Ballonkern erforschen. Machen wir direkt. Dann ist der Forschungsbaum schon mal fertig. Und ich muss gucken. Ja, sammeln wir Wasser. Neue Köder auslegen und hoffen wir mal, dass wir was Gutes fangen. Während unser Angelköder jetzt nach einer weiteren Motte jagt, benutze ich die Zeit einfach noch mehr Ressourcen einzusammeln, um Flickmaterial herzustellen und Treibstoff. Der ist mir nämlich ausgegangen. Aber das Gute ist, ihr habt genug synthetisches Zeug und Metalle in der Luft rumschweben, um damit über die Runden zu kommen. Ich hoffe nur, dass ich irgendwann auch den automatisierten Extraktor finde, weil dann kann ich mir diese banale Arbeit ersparen. So, jetzt können wir den Ballonkern erforschen. Dann ist der Punkt schon mal abgeschlossen. Weiteren Köder für die Zukunft. Und ich muss mal besser über den Boden fliegen. Ich kann hier nicht fischen. Wahrscheinlich steht ein Stück von der Anlage im Weg. So. Oh ja, die beiden nehme ich auch noch mit. Schau mal auf das Radar. Alles klar, dann fahre ich gleich nach Norden. Glaube ich zumindest, dass es Norden war. Die kleinen Kanister, wo ihr synthetisches Material bekommt, die haben eine Einheit mehr als die Knollen, die durch die Luft fliegen. Später, wenn ihr den mobilen Handextraktor habt, macht es das Ganze etwas einfacher. Okay, wo fliegen wir als nächstes hin? Nach, genau, Norden, das ist unter mir. Drehen wir das ganze Schiff um und dann fliegen wir zu den Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung, was wieder erwarten wird, aber es könnte sich lohnen. Wenn ihr auch nicht weiter wisst, wo ihr hinfliegen sollt, außer Fragezeichen, könnt ihr auch die Ausrufezeichen hinfliegen, weil das sind dann immer die wichtigen Punkte, die ihr auch anfliegen müsst, um irgendwelche Forschungsstücke oder Luftschiffteile doch zu bekommen.
Okay, Auto-Tempomat ist aktiviert. Den Kran können wir absenken lassen. Schmutzwasser nehmen wir auch mit. Und ich glaube, den könnte ich jetzt gleich filtern lassen. Eins, wenn man Survival-Spiele manchmal ärgert, ist, dass es wirklich ein bisschen an Arbeit ausgrenzt, wie man sehen kann. Farmen, kochen, Wasser sammeln, essen, trinken und fliegen. Aber ich muss auch sagen, das macht irgendwie doch Laune. Was natürlich auch wichtig ist, halt diese Kernbatterien solltet ihr viele sammeln, weil für Forschungsgeräte als auch das Aufladen später eurer Werkzeuge, wie den Scanner, benötigt ihr Kernbatterien. Und man kann viele finden, aber die sind auch nur endlich verfügbar, glaube ich. Alles klar, dann haben wir die schon mal auch erforscht. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Das ist so ein bisschen die Wahl der Qual. Aber Treibstoff geht immer. Was mir hier fehlt, ist doch so die Option zu sagen, ich möchte gerne eine Art, Tube haben, wo ich einfach sagen kann, hier hast du mehrere Aufträge auf einmal, bitte sammeln, und da habe ich dann so eine Kiste, wo ich dann die rausnehme, wenn alles da ist. Ja, und hier der angesprochene Problem mit dem Treibstofftank im Schiff, weil ich finde das immer ein bisschen lästig, dann irgendwo ein Loch in dem Schiff zu haben, wo man halt zum Motor hingeht, zum Nachfüllen. Aber wir sind gleich da. Kleiner Funkanlage noch wieder. Und beim Landen langsam aufsetzen. Ihr könnt dabei nämlich euer Schiff beschädigen, wenn ihr zu grob seid. So. Und nicht erschreckt lassen wegen niedriger Flughöhe. Das kann unter Umständen zwar gefährlich werden, aber da müsst ihr keine große Angst machen. So, das ist mal ein wunderbares Beispiel für biologische Anpassung. Man fühlt sich nicht mehr auf der Erde, sondern irgendwo auf einer neuen Variante. Okay. Ich soll noch ein paar Wände bauen an meinem Schiff. Da haben wir Wände, Plastikwand. Ja, passt. Da auch. Vorne haben wir zwei Türen, das ist in Ordnung. Dann kann ich jetzt nämlich an den Wänden außen die Turbinen dran bauen und... Ja, das Schiff fühlt sich etwas sicherer an, weil es geschlossen ist. So, ein bisschen Essen und Trinken nicht zu aus dem Augen verlieren. Und ich glaube, ich muss gleich wieder schlafen gehen. Dann habe ich dann wohl meinen vierten Tag fertig. Ihr könnt so immer von dem Zeitraffer sagen, euer Balken braucht einen halben Zyklus bis zur Hälfte, um einen vollen Tag euch zu generieren. Also eigentlich bin ich beeindruckend, was für eine Physiologie dieser Charakter, den ihr spielt. Er kann zwei Tage ohne Essen und Wasser auskommen. Und das hier ist ein neues Hindernis, Schlingpflanzen. Da braucht man auch wiederum ein Messer. Und wow. Ja, was man nicht alles tut für Pflanzen, die man einsammeln möchte. Ihr könnt die auseinanderschneiden und dann im Inneren noch weitere Pflanzen finden, die ihr da mitnehmt. Aber ihr braucht ein Messer. Da ist das nächste Ziel. Ich werde ein größeres Biotop aufsuchen, um dort, ich glaube, Polychrom oder wie das Zeug heißt, zu bekommen. Und daraus machen wir dann uns ein Messer. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts Interessantes mehr zu looten, außer Baumaterialien. Meine Reise war auch wieder ziemlich ähnlich verlaufen. Ich habe meine Ressourcen gesammelt, was gegessen, getrunken. Schlaf habe ich noch nicht nachgeholt, da habe ich noch ein bisschen Zeit bis dahin. Aber wir haben den nächsten Zielort erreicht, einen Windpark. Wahrscheinlich ähnliches Design wie das, was wir schon ein paar Mal gesehen haben. Viel Kupfer, vielleicht sogar Helium, um das Luftschiff noch zu vergrößern. Da kann ich auch ein bisschen mehr anbauen, das ist auch wichtig. Ah, guck mal, da unten habe ich sogar schon eine Heliumflasche gesehen. Links am Lenkrad vorbei. Okay, dann mal ganz langsam. Mit den nächsten Updates soll es auch eine Rampe geben, dass ihr die einfach ausfahrt, um das Landen, ja, braucht ihr nicht mehr zu machen, wenn euer Luftschiff zu groß wird.
Weil das kann ein bisschen knifflig werden, wenn ihr wirklich dann halt mit eurem Schiff dann groß baut und merkt, so, passt nicht mehr in die Parklücke. Sehr schön. Ein kurzes Geländer für das Luftschiff. Etwas, was man anfangs noch nicht braucht, aber auch schön aussehen kann, wenn man das Schiff weiter ausbaut. Also ihr merkt schnell, dass die Türme sich vom Design sehr häufig wiederholen. Bloß die Innenräume sind dann leicht, ja, durch einen random Inventar oder wie man es nennen könnte, halt umgestellt, dass man merkt, da hat die Ressourcen, die an selben Stellen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwann mal später Fallen oder kleine NPCs, gegen die man kämpfen muss. Ich weiß, es gibt definitiv zwei Gegnertypen, aber dazu komme ich, wenn ich die soweit mit euch treffen werde. Anfangs habt ihr noch keine großen Probleme. Okay, dann machen wir mal einen weiteren Anbau und schauen, dass wir in diesem Drecksloch bis überleben. Okay, das wird etwas länger dauern. Weil ich muss erstmal alles abreißen, um es neu hinsetzen zu können. Das wird nervig. Also das ist etwa keine Augenweide, die ich euch gerne vorzeigen möchte, aber ich habe einfach zwei Räume rangebaut, noch ein paar Ressourcen gesammelt und ich kann den Ballon ein bisschen vergrößern. Man kann ihn in zwei Richtungen vorwärts bauen und zwei Richtungen nach hinten zur Verlängerung. Ich werde mich mal versuchen, ihn vorwärts verlängern und den zweiten Kern setze ich hinten. Dann habe ich nämlich eine gute ausbalancierte Tragfläche. Ich möchte diesmal einen länglichen Ballon bauen, statt einen, der in die Breite geht. Und die Kanzel selber wird 3 breit werden. Bisschen asymmetrisch, aber passt schon. Okay, für den nächsten Ausbau noch ein paar Wände. Metallböden. Auszuversperren. Also ich muss auch hier wiederum alles verschieben, damit ich es bauen kann und neu hinstellen. Oder es wird automatisch in euer Inventar zurückgeschoben, wenn ihr Platz habt. Ja, das wird ein bisschen nerviger wieder. Okay, jetzt noch die Kiste rausnehmen. Die stellen wir auch nach hinten rein. Den Wasserkocher nehmen wir auch mit. Entschuldigt, Elektrokocher. Geleert. Abbauen. Erstmal hinten hinstellen. Und auch das Bett kann aus dem Cockpit rausgehen. Ah, sehr schön. Und ich muss sagen, das ist etwas, was ich am meisten an dem Spiel schön finde. Schöne, große Nebelmeer und die Gebäude, die rausgucken. So, ein bisschen Metall mitnehmen, das lohnt sich immer. Und natürlich ist der Sturm da, machen wir die Tür zu. Nein, Tür. Die auch. Ja. Gut, dann fliegen wir mal zum nächsten Lämpchen. Dann wird nicht getroffen werden vom Blitz. Und auch von Materialien, die in der Luft leben, nicht getroffen werden. Okay, das vorne Ausbauen des Luftschiffs war eine nicht so tolle Idee, merke ich gerade. Ich sehe nämlich gar nicht, wo ich entlang fliege. Ich bleibe irgendwo hängen und ich weiß nicht wieso. Das ist... Ja, ich habe eine Fehlkonstruktion gemacht. Der Blitz hat mich schon wieder getroffen. Mein Motor ist ja kaputt. Ich weiß, warum der Blitz immer diesen Motor trifft. Und ich habe nicht die Höhe, um hochzukommen. Ich muss das Ding jetzt irgendwie reparieren. Wo haben wir hier Flickwerkzeug? Da. 5 Einheiten. Das Ding ist total Schaden, also werde ich 4 Stück verbrauchen müssen. Oder auch nur 2. Stimmt, der bessere Motor braucht 4. Gut, ich kann jetzt weiter höher steigen und dann hoffentlich auf diesen Windpark landen. Okay, das wird dann wohl Tag 5 werden. An der Stelle mache ich mal eine kurze Aufnahmepause. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Like. Wenn ihr Fragen habt oder einfach irgendwas kommentieren möchtet, nutzt die Kommentarfunktion. Ich lese es mir gerne durch. Und für neue Zuschauer, falls ihr es getan habt, abonniert mich und drückt die Glocke. Damit helft ihr mir und ihr verpasst keine Folgen mehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir es so lange überleben. Und noch viel, viel mehr weiter. Aua. Und bleibt gesund.